Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus, der Retro Cletus. Wie auch immer, der Chris im echten Leben. Ich hoffe, es geht noch gut. Ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche Woche gehabt, eine entspannte Woche. Und hier noch ein kleines Video zum Sonntag, würde ich sagen. Es ist so, dass wir noch ein paar Games werden sehen. Ihr seht es im Titel auf jeden Fall schon. Nintendo 64 Games bekommen, die ich hier auf dem Ultra HDMI möchte zeigen. Ein Mod, wo man beim Oldschool Nintendo 64 kann einbauen, der einem einen HDMI-Ausgang gibt, noch ein bisschen zusätzliche Optionen. Es ist so, dass ich noch ein bisschen von der Swiss Toy möchte erzählen. Aber zuerst gerade zur Zürich Games Show. Oder zuerst muss ich das schnell lesen. Okay. Gut. Also, createn wir das Save-File. Zur Zürich Games Show, die ist nächste Woche, startet am Freitag gegen oben, ist dann am Samstag und am Sonntag am Laufen. Ich möchte unbedingt vorbeigehen, weil wir das Doom auf dem Switch möchte anschauen möchte. Hoffen, man kann es auch spielen. Ich habe mit einem Angestellten an Swiss Toy geredet und er hat gesagt, es wird sicher im ab 18 Bereich gezeigt. Ob man es auch spielen kann, hat er nicht gewusst. Aber wie gesagt, ich möchte mir die Chance nicht entgehen. Bisher hat noch niemand Zeit und Lust gehabt. Von dem her vielleicht noch an euch. Falls jemand Zeit und Bock hat, auch herzukommen, können wir vielleicht ein kleines Treffen machen. Im besten Fall schon 18, damit wir hier auch ins Doom schauen können. Damit wir dort drüber noch ein bisschen texten können. Ja, so in diesem Stil. Falls jemand Interesse hat, meldet euch doch mal in den Comments. Dann schauen wir das mal an. Ja, ich werde, wie gesagt, sicher dort sein, wo wir das nicht gehen lassen. Bin auch gespannt, wie das Ganze nach Zürich abläuft, was man sonst noch so sieht. Ich habe es sehr geschätzt, da Swiss Toy im digitalen Bereich ist cool gewesen. Cool hat Nintendo so Gas gegeben, viele Stänge, gute Sachen gezeigt. Das Mario Odyssey zum ersten Mal ausprobieren können. Hat auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Zum Glück fallen meine Ferien genau in die Zeit, wie das rauskommt. Ja. Gute Sachen. Des Weiteren an Swiss Toy hat es auch so ein bisschen Cosplay beeindruckende Kostüme gehabt. Vor allem so zwei Transformer. Ganz krass, aber dann haben sie auch noch so einen Wettbewerb gemacht und es war interessant gewesen, was die Leute so ja, halt kreieren. Ganz aufwendig teilweise. Sehr, sehr, sehr cool. Ich war mit der Familie, mit den Schwiegereltern, mit dem Götti-Bub und seinem Brüder. Die sind 6 und 9 und die Kleine mit 3,5 ist auch meistens mit uns mitgekommen. Und das ist gut gegangen. Man konnte sogar einen Switch auslehnen und dann auf einem grossen Screen spielen gegen Abgabe von ID. Und dann haben wir zusammen ein bisschen Mario Kart spielen. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt und sage es gerne wieder. Es ist einfach cool, dass man die Assistenten aktivieren kann. Weil das hat dazu geführt, dass sie auch Welt Spass hatten, mit uns mitzufahren. Ja, ja. Gute Sache. Aber auch ein Spielwarenbereich, Babyzeug, wo ich sicher nicht so viel wie der Rest der Familie bei Türen war. Oder Türen gelaufen, besser gesagt. Wie gesagt, wir haben uns aufs Digitale konzentriert. Aber ja, diese waren primär bei den Spielsachen unterwegs, gewesen, bei den Babysachen und haben sich das ein bisschen angeschaut, ein bisschen beraten. Und dann hat man halt wieder gesehen, es ist einerseits gespässig und vermutlich politische Gründe. Interessant eben, dass Lego nicht gestört war. Auch schade für mich. Und dass jetzt andere Firmen anfangen, so einen Stand gehabt, wo Lego-kompatible Blöcke auch mit LED-Lichtern und so anbieten, zu guten Preisen. Sie haben Duplo, die natürlich hergestellt sind, die genauso lange leben sollten wie Duplo selber, die noch etwas günstiger sogar sind, die eben auch voll kompatibel sind. Dort haben wir uns eh als Set gezogen, gerade mal schauen, wie das abgeht mit dem Kleinen jetzt. Und von dem her sehr, sehr interessant gewesen, was so zum Teil ist gezeigt und angeboten wurde. Drohnenflugshow, cool, Switzerland war ja auch noch gewesen, schon beeindruckend, die ganzen Screens und Headsets und Mäuse und Tastaturen, die leuchten. Yeah, yeah, coole Sache, wirklich coole Sache gewesen, gehe ich gerne wieder nächstes Jahr und bin, wie gesagt, gespannt auf die Zürich Games Show. Dort nehme ich aber Kids natürlich schon nicht mit. Ja, ja. Wechseln wir sonst zum Game. Cruisin' USA, erst Teil, gefolgt von Cruisin' World und dann Cruisin' Exotica. Ist, glaube ich,
mit jedem Teil besser geworden. Die anderen habe ich mir jetzt noch gerade nicht gezogen. Warten auf ein gutes Angebot. Oder besser gesagt, eine gute Aktion in diesem Sinn. Hat vielleicht der Automat gespielt, der steht in manchem Restaurant, in manchem Bar. Ich kenne ihn auf jeden Fall ziemlich gut. Und von dem her ist halt der grafische Unterschied auch sehr markant aufgefallen. Trotzdem, dazu mal war es cool, das Game halt einfach daheim zu spielen. Auch wenn es jetzt nicht ein wahnsinniges Game ist. Also es ist wirklich auch nicht lange eigentlich durchschnittlich. Die Musik jabbert fast noch am besten. Die kann man hier auch mit einem einfachen Knopfdruck wechseln. Aber sonst das Game, ja. Es war ja auch die Anfänge vom Nintendo 64. Nicht als Entschuldigung, aber sie sind dann schon ein bisschen besser geworden. Aber wenn man so schaut, eben der Vergleich mit dem San Francisco Rush oder auch eben das Beetle Adventure Racing. Es ist so viel Zeug rausgekommen, wo das dermassen in Schatten stellt, als wäre es eigentlich fast so ein Super Nintendo Game noch gewesen. Wobei Super Nintendo mit dem auch schon recht Mühe hatte. Ja, eigentlich muss ich hier diesen Streckenabschnitt gar nicht fertig fahren, oder? Ich schalte jetzt einfach das Nintendo 64 aus, nehme jetzt das nächste Game und das ist Hybrid Heaven von Konami. Habe ich mir nur gezogen, weil es wirklich ein Schnäppchen war. Interessiert mich nicht wahnsinnig als Spiel, aber halt einfach mal selber ausprobieren auf der Original-Hardware, ohne dass jetzt hier Game jemand im Nacken hängt oder so. So in diesem Stil. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, was abgeht. Mal jetzt endlich. Jetzt ist es gerade lang gegangen, bis ich das Bild auf meinem Screen hatte. Ich habe kurz mit dem Game experimentiert. Sehr ein weirdes Logo-Intro für das Expansion Pack. Dort haben sie auf verschiedene Art und Weise eigentlich darauf hingewiesen, dass das installiert ist. Ich habe das drinnen. Ich weiß nicht genau, was das für farbige Klötzchen sind unten am Bildschirm. Was ich aber weiss und was ich schon ausprobiert habe, ist die Unterstützung vom Expansion Pack können wir uns sparen. Wir laufen momentan auf Low, also auf einer Teufelauflösung. Dafür haben wir eine einigermaßen flüssige Bildrate. Wenn wir dann auf High wechseln, sagen wir jetzt High normal, bleibt der Bildausschnitt so gross, wie er jetzt ist. Die Auflösung wird erhöht. Es gibt so kleine schwarze Striche zwischendrin. Ist das auch Interlancing? Ja, es ist aber auf jeden Fall schärfer. Das Problem ist einfach, die Bildrate, die gehen richtig in Kauer, da sind wir nie mehr in einem flüssigen Bereich. Und wenn man eine Letterbox wählt, dann verschwinden die schwarzen Striche zwischen den Pixeln und das Bild wird nur ein bisschen schärfer, es wird aber auch einiges kleiner und läuft genauso bescheiden wie mit High Normal. Darum bleiben wir auf Low. Es bleibt uns nichts anderes so übrig. Das Game ist so ein bisschen rundenbasierende Kämpfe, so ein bisschen Metal Gear Solid, Story, Style. Ich schaue jetzt mal das Intro laufen, bis ich keinen Bock mehr habe. Also jetzt? Nein, schauen wir uns das schnell an, dass wir wissen, was der Bluttyp hier genau im Fernsehen schaut. Irgendwelche Pferdegeschichten, he? Oder Cowboys. President has revealed today that they are all but ready to conclude talks on the reduction of existing nuclear arsenals and are prepared to ratify the historic agreement that promises to be a giant leap towards world peace on the 24th. President Weller is slated to arrive in New York City. Man könnte es meinen wegen Pixel Crawl, aber bei dem, wo Rex sieht man es echt gut. Aber auch er hing im Purple Suit. Typ bewegt sich überhaupt nicht. Yeah. Ja, mal. Oh mein Gott. Okay, also gut, ja. Wieso immer eine halbnackte Frau? Wieso nicht mal einen halbnackten Mann? Das ist doch ein bisschen Gerechtigkeit, oder? Ja, oh, hallo. Und genau dann, wenn du unter die Dusche stehst, läutet es. Und dann gehst du was? Geh die Tür auf, du, he? Ein Viertel Blut. We shouldn't be seen talking, so I'll be brief. Let's go over this one last time. The substitution of the president will be executed. Hat das irgendjemand von euch gespielt, hey? Das ist keiner, glaube ich, niemand, der das gespielt hat. Aber also no offense, ich meine, eben zum Teil noch so ein bisschen retro, rosarote Nerdbrille montiert.
Da hat mehr gute Erinnerungen an Games, die zum Teil nicht ganz so von allen geschätzt werden. Ja, ja. Würde mich schon noch interessieren. Man, put some clothes on, okay? And act like a normal human. Geben wir doch Bescheid, falls ihr auch Zürich Game Show Samstag, nächstes Samstag daran interessiert seid, das zu schauen. Das wäre ja datumstechnisch 21. 21. Oktober 2017. Weil bei uns jetzt aber schon morgen um 5:45 Tag wacht ist, würde ich auch schon in der Morgenstunde schon starten. Ich weiss gar nicht, wenn die Türöffnung ist, aber das können wir dann noch anschauen. Hey, schönen Sonntag noch, Jungs und Mädels. Und einen guten Wochenstart, Monde. Tschüss zusammen.